Hey Mann, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist hier auf meinem Channel. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, trag dich gerne für mein kostenloses Online-Coaching ein. Im kostenlosen Online-Coaching kriegst du Informationen, die du hier auf YouTube oder in meinem Podcast nicht bekommst. Viele Gratis-Geschenke und viele weitere Flirt-Tipps, die dir dabei helfen, den Erfolg mit Frauen zu erreichen, den du dir wünschst. Du kannst dich jetzt im ersten Link unter dem Video für das Gratis-Coaching eintragen oder oben auf dem Infopunkt. Am Ende des Videos wirst du auch nochmal die Möglichkeit dazu haben. Und jetzt starten wir durch mit dem Video. Also in diesem Video geht es um das Thema Ex zurück. Und ich will jetzt nicht stundenlang darüber quatschen, denn das könnte man theoretisch, sondern ich möchte dir wirklich einen effektiven 3-Schritte-Plan mitgeben, mit dem du deine Ex-Frau theoretisch zurückgewinnen kannst oder deine Ex-Freundin. Ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, das ist keine Garantie. Ich gebe dir hier nur die bestmögliche Chance, diese Frau zurückzubekommen. Und vielleicht merkst du auch im Laufe dieses Prozesses, dass du die Frau gar nicht zurückbekommen möchtest. Das kann nämlich auch sein. Also lass uns einfach in den 3-Schritte-Plan durchstarten. Falls du dich fragst, woher ich diesen Plan habe oder falls du mich noch gar nicht kennst, ich bin Tim, arbeite seit ungefähr 5 Jahren mit Männern im Bereich Dating, Flirten, Beziehungen zusammen, habe mit tausenden Männern auf der Straße und online zusammengearbeitet und daher kommt auch dieses Wissen, was du jetzt hier von mir auf dem Channel bekommst und wir starten jetzt erstmal durch in den Prozess. Also der erste Schritt, um deine Ex-Freundin zurückzubekommen, ist ein bisschen Heilung und Abstand. Das ist ganz wichtig. Also natürlich bist du, nachdem du dich getrennt hast, erstmal komplett fertig, emotional fertig. Ich hatte das am Anfang dieses Jahres. Ich war wirklich fertig. Das war eine Scheißzeit. Absolut kacke. Und in dieser Zeit geht es halt darum, erstmal so ein bisschen zu heilen oder über diese ersten richtig starken Emotionen mal wegzukommen. Ja, das machst du im Umgang mit Freunden, das machst du aber auch viel für dich alleine. Und an der Stelle ist es ganz wichtig und auch für Männer, es ist oft verpönt, dieses Männer weinen, aber wein dich gern aus, lass ein bisschen die Emotionen raus, verschließ dich nicht vor deinen Emotionen, das ist eine ganz tödliche und toxische Sache. Deswegen geh durch deine Emotionen durch, arbeite mit deinen Emotionen und heile erstmal so ein bisschen. In dieser Phase solltest du optimalerweise keinen Kontakt zu deiner Ex-Freundin haben, weil sonst kommst du einfach nicht richtig raus aus diesem Modus und kommst nicht zum zweiten Schritt in diesem Prozess. Der zweite Schritt in diesem Prozess ist der wichtigste und der langfristigste Schritt, der auch am längsten dauert. Und zwar ist das der Wiederaufbau deines attraktiven Selbst. Denn wenn ihr euch getrennt habt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du so ein bisschen dein attraktives Selbst verloren hast. Wenn du dich von ihr getrennt hast, dann ist es ja nicht schwierig. Dann kannst du einfach auf sie zugehen und ihr sagen, hey, pass auf, damals habe ich das so und so gesehen, das war ein Fehler, ich würde dich gerne wieder an meiner Seite haben. Und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich auch wieder zusammenkommen können, sehr einfach. Aber die meisten Leute, und das weiß ich, die jetzt hier das Video schauen, die wurden wahrscheinlich von ihrer Freundin verlassen und Grund ist meistens, dass du dein attraktives Selbst verloren hast. Und ich erkläre es dir einfach mal so, am Anfang der Beziehung stand deine Freundin auf dich. Da war eine Anziehung, ihr hattet guten Sex, sie war verliebt in dich. Und das war deshalb so, weil du am Anfang der Beziehung anders warst, als du jetzt am Ende warst. Ja, am Anfang warst du vielleicht noch ein bisschen mutiger, hast klarer gesagt, was du willst, hast du ein bisschen die Führung als Mann in der Beziehung übernommen, hast sie sexuell auch ein bisschen geführt, warst ein Mann, der viele Dinge im Leben gemacht hat, der ein aufregendes Leben hatte und in der Beziehung, und das kennst du sicherlich von Freunden, das kenne ich von Freunden und auch von mir selbst, in der Beziehung fängt man dann immer so ein bisschen an, okay, man macht was mit der Partnerin und dann geht man mal nicht mit den Freunden feiern, sondern macht lieber was mit der Partnerin und ist mit der Partnerin abends zu Hause und guckt einen Film und kuschelt sich ein und das ist alles schön, ich kenne das und ich mag das genauso gerne wie du, aber das sorgt auch dafür, dass du als Mann so ein bisschen, ja, in der Wohlfühlzone versinkst. Ja, und dich nur noch wohlfühlen willst. Und das sorgt dann irgendwann dafür, dass du nicht mehr diese starke und kantige Persönlichkeit bist, sondern dich so ein bisschen anpasst und irgendwann auch so ein bisschen Angst bekommst, die Frau zu verlieren. Weil auf einmal ist die Frau so ein Riesenteil deines Lebens, ihr verbringt so viel Zeit miteinander und so viel schöne Zeit miteinander, dass sie ein riesiger Teil ist und du so ein bisschen abhängig von ihr wirst. Und dann beginnt oft die Angst davor, die Frau zu verlieren. Und wenn die Frau spürt, du hast Angst davor, sie zu verlieren oder generell Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder was Falsches zu machen, dann ist das sehr unattraktives Verhalten und dann enden Beziehungen oft. Und was jetzt im zweiten Schritt wichtig ist, ist, dass du wieder dein Leben aufbaust. Dass du guckst, hey, wie war ich denn eigentlich vor der Beziehung? Ja? Wie war ich, dass sie dachte, hey, das ist ein attraktiver Mann, mit dem ich gerne zusammen sein möchte? Ja, wahrscheinlich hast du mit deinen Freunden Abenteuer erlebt oder du hattest irgendwas, für das du gelebt hast, deinen Job oder irgendwas anderes, was auch immer dich angetrieben hat. Und hast das Ganze wahrscheinlich in der Beziehung so ein bisschen vernachlässigt, um dich sehr auf deine Freundin einzulassen. Und es geht jetzt darum, das Ganze wieder zu etablieren. Also wieder zu schauen, okay, was treibt mich in meinem Leben an? Was für Hobbys möchte ich wieder aufnehmen oder vielleicht ganz neu anfangen? Sich wieder mehr mit seinen Freunden zu treffen, wieder mehr mit seinen Freunden zu machen, so ein bisschen mit Jungs zusammen in so ein Abenteuer. Vielleicht fährst du mit deinen Jungs einfach in einen kleinen Urlaub nach Mallorca oder
oder wo auch immer hin, um mal wieder so ein bisschen in so ein Abenteuer zu gehen. Du musst da gar nicht eine Frau nach der anderen vögeln. Du kannst gerne mit ein paar Frauen Sex haben, aber mach das jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich ganz viele Frauen vögeln, um mit meiner Ex hinwegzukommen. Das ist halt Quatsch. Es geht einfach darum, dass du dich wieder mit dir selbst wohlfühlst, ohne deine Freundin, ohne deine Partnerin. Denn das ist der krasse Unterschied. Vor der Beziehung warst du allein und hast dich wahrscheinlich wohlgefühlt mit dir selbst. Und weil du dich wohlgefühlt hast mit dir selbst, fand deine Partnerin dich attraktiv und wollte an deinem schönen Leben teilhaben. Du hattest ein schönes Leben ohne die Partnerin, deine Frau, Freundin fand das attraktiv und wollte daran teilhaben. Dann hat sie daran teilgenommen, ihr hattet euer gemeinsames Leben und irgendwann gab es oder war das schöne Leben für dich nur noch ein Leben mit deiner Freundin. Und dann bist du abhängig geworden und sie hat die Anziehung für dich verloren. Und jetzt stehst du an dem Punkt, dass sie weg ist. Und jetzt musst du es eben wieder schaffen, dass du dein Leben genießen kannst ohne diese Frau an deiner Seite. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Deswegen schau, was fehlt mir momentan in meinem Leben? Ja, was habe ich denn momentan noch, was mich in meinem Leben antreibt? Wenn du nichts hast, dann such dir wieder was. Du warst ja schon mal an diesem Punkt. Du warst ja schon mal so attraktiv, dass sie mit dir zusammen sein wollte. Was war da anders? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, die du dir stellen musst. Und dann geht es darum, über einen mehrmonatigen Zeitraum wirklich wieder zu dem Mann zu werden, der auch attraktiv auf Frauen wirken kann. Ein Mann, der Entscheidungen trifft, ein Mann, der sein Leben im Griff hat, ein Mann, der mit seiner Lebensgestaltung glücklich ist. Dahin musst du dich zurückentwickeln und in dieser Zeit würde ich dir empfehlen, keinen Kontakt zu der Frau zu haben, denn Kontakt zu der Frau, zu der Ex-Freundin hilft dir einfach nicht. Und ja, es kann sein, dass in dieser Zeit sie einen neuen Typen kennenlernt, aber daran kann man erstmal nicht besonders viel ändern, denn das kann halt einfach passieren. Ja, bin ich voll bei dir. Aber vielen Männern passiert es, dass du in dieser Zeit, wo du dich selbst als Mann wieder aufbaust, ist es ganz häufig so, dass du merkst, oh, ich möchte mit der Ex-Freundin eigentlich gar nicht wieder zusammenkommen. Ist gar nicht das, was ich möchte. Und dann ist es auch in Ordnung, weil dann bist du wieder ein starker Mann, wieder ein attraktiver Mann und kannst ganz entspannt neue Frauen kennenlernen. Solltest du dich aber in Phase 2 aufgebaut haben und spürst wieder, okay, ich fühle mich wieder wohl mit mir selbst, ich fühle mich wohl in meinem Leben, auch ohne die Partnerin, dann kommen wir zu Stufe 3. Und Stufe 3 bzw. Schritt 3 besteht dann daraus, dass du wieder Kontakt mit deiner Ex-Partnerin aufnimmst und ihr einfach sagst, dass du sie gerne wieder treffen wollen würdest. Und an dieser Stelle ist es dann auch wichtig, dass ihr wieder lustige Dinge zusammen macht. Also das sollten keine ernsten Treffen sein, indem ihr über eure Beziehungsprobleme redet, sondern habt erstmal ein bisschen Spaß zusammen. Genießt erstmal wieder die Zeit, so wie ihr euch am Anfang auch gedatet habt, wo ihr euch kennengelernt habt. Und dann könnt ihr immer noch, wenn es an diesen Punkt kommt, darüber reden, hey, wie sieht das aus, wollen wir wieder zusammenkommen und so weiter. Also sorg einfach dafür, dass ihr dein neues oder man könnte auch sagen dein altes Selbst erkennt, dass sie das sieht und dass ihr einfach gemeinsam wieder Spaß habt. Dass sie wieder positive Emotionen mit dir verbindet, statt negative. Denn am Ende der Beziehung hat sie wahrscheinlich sehr viele negative Emotionen oder Sichtweisen mit dir verbunden. Und es geht jetzt darum, dass sie wieder positive Sichtweisen und Emotionen mit dir verbindet. Und das schaffst du einfach, indem du mit ihr Spaß hast. Unternimm coole Dinge mit ihr, plan coole Dates, sei derjenige, der auch die Führung übernimmt bei dieser Planung der Dates. Und zeig ihr einfach, hey, ich bin wieder der attraktive Mann, den du auch früher kennengelernt hast. Aber nicht nur das, sondern ich bin sogar noch eine Stufe weiter, denn damals warst du ungefähr an diesem Punkt und du hast ja die Möglichkeit, du bist älter geworden, du hast mehr Erfahrung gesammelt, hast dann die Möglichkeit, an einen noch besseren Punkt zu kommen, also noch attraktiver zu sein. Und dann geht es eigentlich nur darum, ein paar coole Dates mit der Frau zu erleben und dass sie merkt, oh mein Gott, mit diesem Mann kann ich immer noch Spaß haben, dieser Mann ist immer noch ein toller Mann, ich finde ihn immer noch attraktiv und dann könnt ihr wieder zusammenkommen. Dann wird sie wahrscheinlich irgendwann auf dich zukommen und wird dieses Beziehungsthema ansprechen oder du machst das von dir aus nach, weiß nicht, ich gebe dir eine grobe Richtlinie, 4-5 Treffen dann. Ganz grob, ja, wenn du einfach merkst, da ist wieder was, wenn ihr wieder miteinander geschlafen habt, wenn ihr wieder intim miteinander seid, auf jeden Fall, wenn ihr auch kuschelt und so weiter, euch küsst, das sollte alles schon wieder da sein, bevor ihr jetzt wieder in eine Beziehung geht, das sollte wieder funktionieren, das ist ganz wichtig. Und das ist der 3-Schritte-Prozess, mit dem du deine Ex am wahrscheinlichsten wiederbekommen kannst. Also erstmal heilen, mit Freunden dich aussprechen, weinen, geh mal mit diesen Emotionen um, das ist ganz wichtig. Mach das mal für 1, 2, 3 Wochen, so wirklich die harten Emotionen rausholen da. Und dann geh in diesen Schritt über, dass du dein Leben wieder so gestaltest, dass du damit selbst zufrieden bist. Wenn du das geschafft hast, wenn du wirklich sagen kannst, ich bin jetzt ohne die Frau wieder glücklich, super, beste Voraussetzung, jetzt kannst du dich gerne wieder bei der Frau melden und die Frau wieder daten und dann kann das Ganze auch sehr leicht wieder auf eine Beziehung hinauslaufen. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wie gesagt, trag dich gerne gratis für mein Online-Coaching ein. Im ersten Link in der Beschreibung, aber auch nochmal hier unten kannst du draufklicken. Da kannst du den Channel abonnieren und da oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel, wo es darum ging, warum Frauen dir nicht zurückschreiben. Ich will dir die 3 häufigsten Gründe nennen, warum Frauen dir nicht mehr zurückschreiben. Wenn das interessant für dich klingt, schaust du mal da oben vorbei. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag. Schön, dass du dabei warst. Bis dahin, ciao.